Hallo liebe Freunde, hier ist eure Martina. Ich bin gerade in meiner Praxis im Neuzeitzentrum und möchte euch gerne eine kurze Meditation schenken, wenn es um das Thema inneren Frieden geht und sich kraftvoll und mutig zu fühlen, neue Wege zu gehen, weil oftmals, wie ihr wahrscheinlich spürt und wie ich es bei meinen Klienten sehe, manche Wege entweder in einer Sackgasse waren und nicht mehr weiterführen oder eben manchmal auch Fragen da sind, wie die neuen Wege überhaupt gegangen werden können. Und ich möchte aber gerne heute nur sehr kurz darauf eingehen, weil ich oftmals an meinen Abenden, ob es für die Frauenabende oder den Neuzeitabenden sind, einfach viel mehr Zeit da ist, auszutauschen und Inspiration zu bekommen, wie wir durch diese Zeit auf viel leichtere und ja, mit einem Lächeln auf hoher See, mit unserem Steuer, das wir festhalten, um den richtigen Hafen, unser Schiff hineinzuleiten. Das möchte ich gerne für diese Abende ausführlicher behalten, aber jetzt für euch heute einfach nur ganz kurz in gewisse Themen hineinzugehen, dass es vielleicht dem einen oder anderen eine Inspiration gibt, leichter durch diese Zeit zu gehen. Also ich glaube, das Schöne ist zu wissen, dass wir in uns eine Standleitung haben, ein inneres Navigationssystem, was oftmals brach liegt, weil wir uns abgeschnitten fühlen, verloren fühlen. Vielleicht kennst du das, dass man nicht weiter weiß, dass viele Menschen unsicher sind, Ängste haben, Zweifel haben oder einfach zu wenig Mut haben, dem eigenen Herzen zu folgen. Und das hat auch sehr lange einen Grund gehabt, Entschuldigung, weil wir oder den meisten uns das gar nicht beigebracht wurden, dass wir einen wunderbaren Intuitionskanal haben. Und ich mache sehr, sehr gerne oft das Beispiel, dass wenn so mein Körper die Seele wäre, die in diesem Haus hier natürlich wohnt, im Göttlichen, und meine Seele schickt mich aus als Wesen, als Essenz, und das wäre wie meine Hand, dann tauchen wir in ein Leben ein, die Urzeit, zu gewissen Eltern, mit gewissen Umständen, zu einem gewissen Zeitalter, und das fühlt sich so an, ich habe hier immer so ein kleines Beispiel, wie wenn man eintaucht in diese Welt als kleine Teil der Seele, also als Wesensessenz, und dann kriegt man einen Handschuh an. Und in diesem Handschuh fühlt man sich natürlich nicht so leicht und einfach, wie wenn man so mit den feinen Fingern in dem Sinne sein Leben gestalten könnte, weil das ist unsere Essenz, unser Wesensduft. Wir haben Wesensfarben, wir haben Ideen, wir haben einen Seelenplan dabei. Und dieser Seelenplan, ich nenne das dann immer der Intuitionskanal, ist mit der ganzen Seele, mit all unseren Leben, speziell mit diesem Leben über diese Hand, verbunden. Und ja, würde ich natürlich sehr gut spüren, was meine Talente, Fähigkeiten, mit wem ich das Leben gestalten möchte und vor allem, die Hand, wir bestehen aus Liebe und Freude und freie Fantasie, also Schöpfungsideen. Und wir haben mit dieser freien Hand natürlich gut Möglichkeit, ein tolles Leben zu führen. Das ist dann da, wo man sagt, ja, ich bin der Glückspilz. Alles funktioniert so, wie ich es mir vorstelle und es wird wahr. Das heißt, ich empfinde mich als eigener Schöpfer des Lebens. Wenn aber manchmal so ein dicker Handschuh drüber ist, ich habe jetzt nur eine Farbe, aber das soll nicht zählen, es sind ganz viele verschiedene Patchworks drauf, viele Traumata, die wir erlebt haben, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, durch diese Zeit zu navigieren. Und ich würde euch gerne heute an einer Meditation teilhaben lassen, damit zwei Wege viel, viel einfacher werden. Also nach wie vor, das Erste aus meiner Sicht ist sehr wichtig zu wissen, dass wir dieses Wesen, diese Essenz und den Intuitionskanal, der uns immer zur Freude und zum Lebensglück führt. Wir sind
Ein Mensch ist natürlich geboren, ein Glückspilz zu sein, jeder. Nur haben wir das manchmal eben vergessen oder hatten sehr viele unschöne Erlebnisse, vor allem Anfang unseres Lebens. Danach ist es eher so eine Wiederholung oder der wird noch dicker. Oder wir gehen unseren eigenen Weg und suchen überhaupt nach unserem Wesen. Dann bauen wir mehr oder weniger, schälen wir diesen Handschuh ab und gestalten unser Leben neu, aber eben auch spüren unsere Essenz immer mehr. So, ich lege jetzt das mal weg. Und bei diesem Erinnern, dass wir immer einen Intuitionskanal haben und dass wir immer verbunden sind mit unserer göttlichen Schöpfung, also jetzt nicht nur mit der Seele, als Beispiel jetzt mein Körper, sondern eben auch in diesem Haus, in diesem göttlichen Urgrund, der uns natürlich auch beobachtet in unserem Leben und mit dem wir immer verbunden sind, weil der göttliche Urgrund, ob wir dem Gott göttlich, ich bin nicht religiös in dem Sinne, aber ich weiß, dass alles, was erschaffen wurde, auch in diesem ganzen Universum ja eine Idee brauchte. Und diese Verbundenheit zu dieser göttlichen Schöpferkraft, die alles durchfließt, die selbst die Seele durchfließt, weil sie auch die Seele erschaffen hat, aber eben auch unser Wesen. Wenn wir uns wieder damit verbinden, dann werden wir auch gehört und geführt. Und es gibt in diesem göttlichen Prinzip ein weibliches Prinzip und ein männliches Prinzip. Und das weibliche Prinzip, das heißt nicht, dass Gott oder das Göttliche jetzt männlich und weiblich ist, sondern die Prinzipien nutzt für dieses Leben. Und das göttlich-weibliche oder mütterliche Prinzip ist natürlich sehr nährend, sehr beschützend, sehr stärkend, wohlwollend und gibt uns wirklich ein Gefühl von Geborgenheit. Und das männliche Prinzip ist, dass es uns inspiriert, dass wir Ideen bekommen, wie wir selber unser Leben gestalten können, dass wir uns eben auch als freies Wesen erfahren können, weil sonst werden wir nur die Marionette einer göttlichen Abfolge, aber wir wollen ja mitspielen und das ist dann dort, wo wir natürlich unseren Intuitionskanal mit Talenten, Fähigkeiten mitnehmen, um die eben auch zu entwickeln und gut darin zu werden. Wir nennen das ja dann Selbstmeisterung oder Meisterschaft im eigenen Leben, die göttliche Kraft im Sinne des Göttlichen, nämlich in Liebe und Freude zu nutzen und unser Leben in Freude zu gestalten, mitzugestalten. Ja, und da möchte ich euch gerne unterstützen mit dieser kurzen Meditation, um einzutauchen, dass wir uns für das mütterliche und väterliche oder männliche und weibliche Prinzip wieder öffnen können, um wieder einen inneren Zugang zu finden, um Führung zu bitten und um Klarheit für die nächsten Schritte. Das ist auf jeden Fall der eine Weg und dann gibt es eben noch einen zweiten Weg, wo es darum geht, dass wir in uns als Mensch eine freie Fantasie haben und diese freie Fantasie ist in Verbindung mit dem göttlichen Urgrund über alle Ideen. Ob man jetzt Akasha-Chronik sagen kann oder Zugang zur eigenen freien Fantasie, das ist auch das, was uns als Mensch unterscheidet von der Natur im Sinne von Tieren und Pflanzen und Steinen, die so wie ein Softwareprogramm in sich tragen, um zu gedeihen und wachsen. Aber der Mensch kann über sich selber reflektieren, kann sich in sich vertiefen und über sich hinauswachsen, was jetzt die Tiere in dem Sinne nicht können, sondern sie folgen ihrem Programm, ihrem Instinkt, ihrem göttlichen Instinkt. Und wir haben aber ein freies Bewusstsein, was über uns selber reflektieren kann und über die Erkenntnis wachsen kann. Und wenn wir unsere freie Fantasie nutzen, können wir
wie der Regisseur und Autor eines Filmes, aber auch der Hauptdarsteller, können wir dieses Drehbuch mitschreiben, mit dem Göttlichen, im Sinne des Göttlichen, aber selber unser Drehbuch schreiben. Und dafür können wir Zugang zu unserer freien Fantasie haben. Also diese zwei Wege können wir nutzen, um unser Leben als Glückspilz zu leben, selbst wenn es jetzt eine Riesentransformation auf der Welt gibt, die wir alle spüren. Wir bekommen jetzt noch leichter und einfacher Zugang. Das ist dieser Kanal, der wird sogar stärker, wenn wir den wieder nutzen und erinnern, dass wir den eben auch haben. Also diese zwei Wege würde ich gerne heute zusammenfassen und mit euch eine Meditation machen. Und freue mich auch, wenn ihr Lust habt, mehr über diese Themen zu erfahren, wie wir unseren Körper heilen können, unser Leben heilen, unser Herz öffnen, unser Leben so gestalten, dass wir als Glückspilz durchs Leben gehen können. Dafür bin ich da und freue mich, wenn ich für euch weiterhin eine Inspiration sein darf und freue mich, wenn ihr weiterhin dabei seid. Ich habe einen Neuzeitkanal auf Telegram, den habe ich dann verlinkt. Könnt ihr gucken, vielleicht wollt ihr da gerne dabei sein. Und natürlich seid ihr hier herzlich willkommen an den Seminaren, die ich mit euch natürlich erleben darf, um zu gedeihen und erblühen. Also bis gleich in der Meditation. Alles Liebe, eure Martina. Wenn du möchtest, dann schließe deine Augen und atme ruhig ein und aus. Bei jedem Atemzug ein, atmest du kraftvolle, lichtvolle Energie ein. Und beim Ausatmen verteilst du diese Energie in deinem Körper, in deinen Gedanken und in deinen Gefühlen. Und jetzt, wenn du möchtest, geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Herzen und spüre deinen Herzschlag. Spüre und empfinde, wie dein Herz mit allem verbunden ist, was existiert. Und wenn du möchtest, kannst du dein Herz weit machen, über deinen Körper hinweg. Und dich verbinden mit dem Herzen von Mutter Erde im Erdmittelpunkt und zu spüren ihre Kraft, ihr Wohlwollen, ihr mütterliches Prinzip. Sie kennt deinen Seelenweg. Sie ist Tag und Nacht mit dir verbunden. Sie schenkt dir deinen Lebensraum für dein Lebensglück. Und lasse ihre Kraft aufsteigen in dir. Und dann, wenn du möchtest, verbinde dich aus deinem Herzen heraus, über deinen Kopf hinweg, mit deinem göttlichen Urgrund, mit deiner Quelle, mit deinem Ursprung, mit deiner Seelenkraft.
und spüre deine innere Öffnung. Für das große Feld, was dir das Leben geschenkt hat. Was deinen Seelenplan, deine Talente, deine Lebensabsicht kennt und dich Tag und Nacht beobachtet und dir immer zur Seite steht, wenn du dich dafür öffnest, ganz bewusst öffnest. Das ist dieser Moment, wo du dich nicht mehr abgeschnitten fühlen musst, dich nicht mehr alleine in eine fremde, feindliche Welt alleingelassen fühlen musst, sondern verbunden bist. Wo die Lebenskraft, die alles durchdringt, die alles, die den Lebensraum erschafft, hegt und pflegt und nährt, das göttliche Feld, das Urfeld, ist immer nährend. Und durchdringt dich, nährt dich, führt dich, wenn du dich dafür öffnest. Dieses göttliche Feld liebt dich wie das eigene Kind, wie eine Mutter oder ein Vater das eigene Kind. Es hat Interesse daran, dass du gedeihen kannst, wachsen kannst. Es hat Interesse daran, dass du erblühst. So wie es das Interesse hat, die Natur, alle Schöpfung im Einklang zum Erblühen zu bringen, zu ordnen. Alles hat seinen richtigen Platz. Ein göttliches Gefüge. Jede Welle, jeder Windhauch, jeder Regentropfen, alles hat seine richtige Form am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und genauso wie du hast diese Möglichkeit, im göttlichen Fluss dich ans Göttliche zu richten, um Inspiration aus dem väterlichen Prinzip zu bekommen für deinen Weg und das Tag und Nacht, selbst in den Träumen, oder wenn du dich alleine fühlst, dich ans göttliche, mütterliche Prinzip zu wenden, für Zuneigung, getragen sein, genährt sein, umhüllt zu sein, geborgen zu fühlen. Und nun, wenn du möchtest, schaue auf dein Leben, schaue deine Bereiche an, und spüre hinein, in welchen Bereichen, ob es in deinem Körper ist. Wie möchtest du dich in deinem Körper fühlen, in einem glücklichen Leben? Was würdest du mit dem Körper erleben wollen? Selbst das Lachen im Gesicht, die Freude, innere Freude teilen. Innere Freude empfangen. Wie würde sich das anfühlen? Was wäre dir wichtig? Wo würdest du hingehen? Hinschwimmen?
Und dann, wenn du möchtest, betrachte deine Beziehungen. Mit wem möchtest du zusammen sein? Wie willst du dich fühlen mit den Menschen, die dir nahe stehen? Wie würde sich diese Freude und Nähe und Verbundenheit ausdrücken? Vertrauen ins Leben, in dich selber zu haben und dieses Vertrauen zu teilen. Mit wem würdest du dies teilen? Was würdest du erleben wollen mit diesen Menschen? Und dann schau deine Berufung oder auch der finanzielle Ausgleich. Was wäre dir wichtig? Was hast du für Geschenke, den Menschen zu bringen? In deine Berufung, deine Talente einzubringen, auszudrücken. Wie würde das ausschauen? Was wäre dir enorm wichtig und was würde dir am Herzen liegen? Die Lebensqualität von den Menschen, von der Natur, Tieren zu fördern. Oder heilend zu wirken in deiner Präsenz. In deiner Inspiration, so viele Geschenke in dir, die du teilen möchtest mit den Menschen. Wie könnte das in deiner Berufung sich ausdrücken, wenn du deine schönsten und kreativsten und freudvollsten Talente miteinander verknüpfst? Und wie viel Freude würde es machen, auch finanziell frei zu sein, Fülle und Reichtum zu spüren, zu empfangen und zu geben? Und dann, wenn du möchtest, bitte, dass den göttlichen Urgrund, deine Quelle, in diese Lebensbereiche die Lebenskraft hineinfließen zu lassen. Und wenn du möchtest, bitte um Inspiration und Führung, dass deine Lebensträume wahr werden. Dass sich selbst in der Nacht deine Träume drum ranken, glücklich durchs Leben zu gehen, genau so wie es zu dir passt, so wie deine Essenz, dein Duft, dein Wesensduft, dein Wesensklang, wie es zu deinen Wesensfarben passt, dass alles durchschimmert, wer du wirklich bist. Und diese Kraft ist wie ein Magnet und zieht alles in dein Leben, was zu dir passt. Und wenn du möchtest, dann bitte jetzt den göttlichen Urgrund, um deine kraftvolle Führung, um Nahrung, innere, geistige Nahrung, dich aufzutanken, aufzufüllen. Das Göttliche hat dich immer
Liebe hütet dich wie ein Augapfel, führt dich, nährt dich, gibt dir Impulse. Und erst recht, wenn du offen dafür bist. Verankere diese Kraft und Führung in deinem ganzen Sein. Atme nochmal tief ein und aus. Und erinnere dich Tag und Nacht an diese Verbindung. Wende dich an deine göttliche Kraft und Führung, so oft du willst, um durch diese bewegte Zeit auf leichte Weise hindurchzugehen, dich angebunden fühlen, geführt fühlen, um glücklich zu sein. Atme nochmal tief ein und aus. Und öffne dann wieder deine Augen.